Man sieht ihn nicht, weil es ist grau. Wo ist Milo? Wo ist Milo? Wo ist Milo? Da putzen wir mal nachher wieder schön. Milo, ne? Ja. Den putzen. Einfach Wasserhahn an. Dann ab geht's. Nein, du putzt dich gar nicht alleine, der ist schon groß. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute testen wir TikTok-Food-Trends. Und wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, werdet ihr die Dinge, die wir machen, höchstwahrscheinlich kennen. Also werden auf eurer For You-Page viele Food-Sachen kommen. Und das erste, was wir machen, wollte ich sofort ausprobieren, als ich es gesehen habe. Und zwar Pancake Cereals. Hier ist einmal ein Video, das sehr viral gegangen ist. Wir machen aber eine vegane Variante davon. Und dieses Video ist von Veggiekins und wir nehmen auch ihr Rezept dafür. Milo. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir brauchen Kichererbsenmehl, Hafermehl, also Instant Oats, oder ihr nehmt nur Kichererbsenmehl, Sojamilch oder eben irgendeine andere vegane Alternative, Vanilleextrakt und Backpulver, ein bisschen Zucker und ein bisschen Stärke. Jetzt vermengen wir alle Zutaten und machen einen Teig draus und dann lassen wir ihn kurz ruhen und das war's auch schon, also für den Teig. Ja, was tatsächlich danach kommt, aber der spannende Teil. Wir haben den Teig gerade schon probiert, wollen ihn aber ein bisschen süßer haben, deswegen tun wir jetzt Kokossirup von Prozis mit dazu. Und ihr könnt wie immer 10% sparen, wenn ihr bei Prozis bestellt und mein Code Regina verwendet. Ich freue mich sehr darüber. Und weiter geht's. So, der Teig sieht jetzt schon perfekt aus. Den füllen wir jetzt hier rein. Jetzt ist die Frage, ist der zu dick flüssig, um hier durchzukommen? Wir probieren es aus, Leute. Wir probieren es aus. Zack. Enttäusch mich nicht. Ja doch, es funktioniert. Das ist schön. Wenn ihr habt, könnt ihr selbstverständlich auch eine Spritztüte oder so verwenden oder einfach irgendeine, wie heißt die nochmal, Tiefkühltüten? Gefriertüten? Ja. Und da einfach ein Loch reinmachen. Aber ich finde, das hier ist eine ziemlich gute Methode, um diese Dose hier zu verwenden. Das ist keine Dose. Ich habe keine Wörter heute. Jetzt nehmen wir uns eine Nonstick-Pfanne und dann warten wir, bis es heiß ist und können hier unseren Teig weiterverarbeiten. Jetzt kommt der coolste Teil. Und zwar machen wir jetzt ganz kleine Pancakes. Oh. Mal gucken. Da habe ich Angst. Nö, das funktioniert bei mir nicht so cool wie bei den anderen. Oder? Wird das gut? So, das ist gut. Bei den anderen kommt nicht so eine komische Wurst raus. Den Trick habe ich von Videos, die das mit nicht veganem Teig machen, der halt ein bisschen flüssiger ist. Aber doch, sieht doch gut aus. Weil ich glaube, unsere Pfanne ist auch nicht ganz heiß genug. Na doch, doch, doch. Ich finde, das sieht gut aus. Wie kommt man auf so eine geile Idee, Mini-Pancakes zu machen? Also, wie kommt man auf so eine geile Idee? Und sie dann Pancake-Cereals zu nennen. Voll geil eigentlich. Kann man das ja auch dann so im Kühlschrank lagern. Und diese Pancakes hier sind doch echt nicht ungesund. Eigentlich richtig gesund. Und Kichererbsen haben ja auch echt Protein. Also vor allem Kichererbsenmehl. Ah, ich würde das auch gerne mit meinem anderen, mit meinem Pancake-Rezept probieren. Das ist die neue Generation von Meal Prep, Leute.
wirklich der beste Part, Taste Test. Das sieht schon cool aus, oder? Ich esse die natürlich mit einem Löffel, die Cereals halt. Ich habe auch Leute gesehen, die das dann mit Milch essen. Boah, das probiere ich auch. Mmh. Oh wow. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die zu stark nach Kichererbsenmehl schmecken. Die schmecken schon nach Kichererbsenmehl, aber es schmeckt richtig, richtig lecker. Man merkt jetzt schon, dass man sehr schnell satt davon wird auch. Es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Und wenn man eine so gesunde Alternative haben möchte, die halt auch wirklich sättigt, ist das wirklich optimal. Mmh. Ich finde es auch richtig geil, wie crunch die da oben sind. Nick und ich haben jetzt schon fast alles aufgegessen und den letzten Rest wollten wir aber mit Milch probieren. Alter, das ist voll geil. Der nächste Trend ist Whipped Coffee und den hatte ich so oft auf meiner For You Page. Jetzt probiere ich ihn zum ersten Mal aus. Ja, Mika und Saskia und Willi und Arthur trinken den ganz oft. Jetzt wird es auch mal Zeit für mich. Also, man nimmt einfach 2 Löffel Instant Coffee, 2 Löffel Zucker und 2 Löffel Wasser. Den muss man jetzt einfach eine ganze Weile rühren und dann wird er anscheinend sehr dickflüssig. Mittlerweile sieht das Ganze hier so aus. Es ist noch nicht ganz fertig. Man kann natürlich auch einfach entweder so ein Schneebesen nehmen oder ein Rührgerät. Aber ich nicht. Ich weiß auch nicht warum. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Ehrlich gesagt sieht es auf TikTok noch viel dickflüssiger aus. Ich habe Schneebesen jetzt auch noch mal probiert und auch Handrührgerät. Es hat sich nicht viel verändert, also zum Schneebesen hin schon, aber vom Schneebesen zum Handrührgerät nicht so. Ich glaube, vielleicht macht man das einfach von Anfang an mit dem Handrührgerät und dann geht das schon. Ich bin jetzt aber eigentlich auch relativ zufrieden mit der Konsistenz. Eiswürfel haben wir jetzt nicht, aber das macht nichts. So, Milch. Ups. Das sieht richtig cinematic aus. Das sieht nicht mal im Ansatz so aus wie auf TikTok. Aber ich habe überall noch mal geguckt. Alle können das, das weiß ich nicht. Wie sieht's denn auf TikTok aus? Okay, dann probieren wir das Ganze mal. Okay. Let's go. Mhm. Okay. Ich mag das leider gar nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich liebe Kaffee. Ich hasse gezuckerten Kaffee. Ich mag das überhaupt nicht und das ist leider keine Ausnahme. Wenn man süßen Kaffee mag, liebt man das offensichtlich, aber boah, ich weiß nicht wieso. Ein ganzer Kaffee für mich also. Ja, auf jeden Fall. Der dritte und letzte TikTok-Food-Trend ist das hier. And I know that when you come along, I'll be sure. If it's wrong, then tell me that I'm wrong, I don't care. Ich ersetze aber ein paar Dinge, damit das Ganze vegan ist. Und zwar habe ich leider nirgendwo Graham Cracker gefunden. Das sind eher Vollkornkekse, habe ich rausgefunden. Wir nehmen hier jetzt einfach ganz normale vegane Butterkekse, Zartbitterschokolade und vegane Marshmallows. Und den Cookie Dough machen wir jetzt schnell. Zucker. Noch mehr Zucker. Salz. Backpulver. Mehl. Not okay. Shattered glass everywhere. Margarine und Milch. Waiting for the rain to stop and take my pain away. Why'd you have to be that mean? Why'd you do me that way? We should know that. Diese Shock Chips haben wir noch übrig von unserem Cookie Dough aus New York. Deswegen sehen die ein bisschen nicht mehr ganz so neu aus. Aber man kann sie noch super verwenden, Leute. Es geht weiter. Ich möchte aber ehrlich gesagt erstmal diese Kekse probieren, denn die habe ich noch nie probiert.
Alter, die schmecken genau wie Butterkekse. Das ist verrückt. Mmh. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr damals Kekse in der Schüssel mit Milch gegessen habt als Kinder. Mmh. Und das habe ich so geliebt. Wow. Und das hieß bei uns halt auf Russisch Pichenki Smalakom. Und das war einfach mein Lieblingsessen. Und ich glaube, das können wir mal wieder einführen. I surrender, I can take it anymore, I don't want to remember. Also, vegane Marshmallows, Marshmallows, verhalten sich ein bisschen anders. Oh, jetzt sind sie noch mal kleiner geworden. Aber die sind einfach gerade bis zuletzt überhaupt nicht geschmolzen. So. Aber doch, jetzt sind sie voll geschmolzen, schau mal. Ja, ne? Ja, ich finde die sind toll. Trying to hold us together. I just want it to stop. Want it to stop. So sind sie jetzt im Endeffekt geworden. Eigentlich gar nicht mal so übel, oder? Ich würde mal sagen, das hat funktioniert. Mmh. Mhm. Oh, normal süß und alles, was dazu gehört, aber. Es ist so lecker und der Cookie ist auch so perfekt geworden. Boah. Das soll es auch schon mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen, indem ihr das Video liked, es kommentiert oder meinen Kanal abonniert, wenn ihr neu hier seid. Schickt mir gerne bei TikTok Food Trends und dann teste ich sie. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch.